So, hallo an alle lieben Zocker und Zockerinnen. Hier sind wir zu einem neuen Gameplay-Video von Assassin's Creed Origins. Heute befassen wir uns wieder mit einem Fundort eines Steinkreises, und zwar der Steinkreis der göttlichen Löwen. Der befindet sich in der Region Iment Nome. Dort sind wir hier direkt bisschen versteckt, aber eigentlich fast an der Straße hinter einer Düne versteckt. Hier ist der Aussichtspunkt, dort habe ich mich hinschicken lassen, und hier ist die Küste, und hier ist das Eremos-Versteck, und kurz hinter der zweiten Düne sozusagen ist dieser Steinkreis hier. Ich habe ihn noch nicht gemacht, ich werde ihn jetzt zusammen mit euch abschließen. Hab euch auf jeden Fall jetzt den Fundort schon mal gezeigt, und mal gucken, ob das auch so leicht ist wie die anderen Zeichen bis jetzt. Aber bis jetzt so wirklich schwer waren sie nicht, weil wird ja auch angezeigt, in welche Richtung der Stern ist, oder besser gesagt die Sternanordnung. Von da aus gucken wir mal. Magi sind den Göttern verpflichtet. Wir müssen stark sein und bereit zum Kampf. Aber wir dürfen nur kämpfen, wenn es gerecht ist. Ich werde hart trainieren, Papo. Ich will stark sein und jagen können wie du. Du kannst jetzt schon besser mit den Waffen umgehen als viele Männer. Du wirst ein großartiger Magi-Sohn. Wie Mama sagt, mögen sich deine Siege vervielfachen. Ihr seht, die blauen Pfeile Die zeigen göttliche immer, Löwin, in welche Richtung die es Mächtige. geht. Ihr Atem hat Ah, die hier Wüste sind wir. erschaffen. Da haben wir es, oder? Erbarmungsloseste Ja. Jägerin. Sie führt die Armee. Also vom Ausgangspunkt eigentlich ein bisschen nach rechts, und dann müsstet ihr das eigentlich schon fast sehen. Der göttliche Löwe. So, damit haben wir ein Meer gefunden. Ich habe euch den Fundort jetzt gezeigt, und ja, wünsche euch einfach viel Spaß beim selber zocken. Und wenn ihr was selber irgendwo findet, könnt ihr es ja gerne in die Kommentare schreiben. Andere Spieler werden sich bestimmt darüber freuen, weil ich vielleicht nicht ganz so schnell bin. Aber wenn ich einen finde, werde ich das sofort hochladen und euch zeigen. Und würde einfach mal sagen, bis zum nächsten Mal und viel Spaß. Ciao, ciao.